So, willkommen im Source Code. Und jetzt gucken wir uns JPA an einem lebenden Beispiel an. Und ich baue jetzt einfach mal ein paar persistente Entitäten und zeige Ihnen am lebenden Objekt, wie sich das verhält. Damit das alles läuft, brauchen Sie, und das haben wir schon eingestellt, zwei Dinge in Ihrer Build.gradle-Datei. Erstens brauchen wir hier das Ospring Boot, das JPA-Paket. Das sorgt dann dafür auch, dass Hibernate inkludiert wird als Persistenz-Framework. Und wir brauchen dann noch eine Datenbank. Ich habe jetzt hier ein ganz dünnes Brett gebohrt und eine Hauptspeicherdatenbank gewählt. Das ist die H2-Datenbank. Die hat erstmal alles, was wir brauchen, und wir sparen uns diesen ganzen Installationszirkus oder den Zugriff auf irgendein bestehendes Datenbankmanagementsystem im Netzwerk. Also das heißt H2-Datenbank, damit wir was zum Speichern haben, und das JPA. Was wir dann zweitens brauchen, ist, wir müssen jetzt so ein paar Einstellungen treffen. Und zwar nehmen wir da die Applications Properties. Ich zeige noch mal ganz kurz, wo die liegt. Resources und Application Properties. Da machen Sie für Spring Boot alle möglichen Konfigurationseinstellungen. Das Hübsche ist, Sie können die natürlich sehr leicht ändern und zum Beispiel für verschiedenste Deployments andere Application Properties wählen. Vielleicht würden Sie in der Produktion dann doch ein Oracle verwenden oder ein MySQL oder so und kein H2. So, was nehme ich jetzt hierher? Ich sage es erstmal, liebe Spring, deine Datenquelle. Vielleicht erinnern Sie sich an den JDBC. Foliensatz, wo auch von einer Data Source die Rede war. Diese Data Source ist so ein Objekt, das kapselt Ihnen den Datenbankzugriffstreiber. Das heißt, in unserem Fall nehmen wir den Datenbanktreiber Org H2 Driver. Und also das Ding erlaubt uns dann den Zugriff auf diese H2 Hauptspeicherdatenbank. Unsere Datenbank URL, also das, wo er das findet, ist JDBC. Da, also er soll JDBC verwenden. Sie sehen, deswegen haben wir den JDBC überhaupt angeschaut. Datenbank-Management-System ist H2, das heißt, wenn Sie das reinschreiben, dann sucht er Ihnen diesen Treiber raus. Also das heißt, er macht ein Match zwischen URL und Treiber im Hauptspeicher. Also wenn hier Oracle steht, sucht er hier Oracle. Und wir sagen, naja, dann nimm bitte eine Hauptspeicher-Datenbank im Hauptspeicher. Also die ist nicht auf der Festplatte, und die Datenbank im Hauptspeicher ist TestDB. Also wenn wir unseren Server ausknipsen, ist die Datenbank auch weg. Was wir dann machen, sowas wie Zugriff, Datenbank ist ja normalerweise geschützt, Benutzername ist SA, Passwort ist leer, und wir sagen, der soll mit dem H2 Datenbankdialekt drauf zugreifen, auf die relationale Datenbank. Das heißt, jetzt haben wir hier sozusagen den SQL-Dialekt festgelegt. Was wollen wir dann noch? Ich hätte gerne die H2-Datenbank-Konsole an, dass ich Ihnen was zeigen kann, also dass wir auch Queries absetzen können und wirklich SQL sehen. Und dann habe ich hier noch ein paar Einstellungen getroffen, dass auf dem Logging das SQL zeigt, dass wir ein bisschen anschauen können, was treibt denn der so. Und der soll jedes Mal, wenn er startet, das Datenbankschema platt machen und wieder neu erzeugen, was bei der Hauptspeicherdatenbank sich von selbst versteht. Und wir sagen auch hier, erzeuge bitte das Datenbankschema selber. Wir machen hier also Generated DDL. So, also das sind die Voraussetzungen, damit das läuft. Und dann können wir uns das ganze Zeugs anschauen. Was ich in einem der, vielleicht noch in einem der nächsten Videos zeige, auch, dass es gibt in IntelliJ auch noch eine Datenbankmanagement-Konsole, wo Sie auch direkt drauf zugreifen können und die Tabellen sehen können. Das muss ich mir noch selber nochmal anschauen. Das kann ich jetzt Stand jetzt noch nicht. Aber vielleicht kann ich sie nochmal demonstrieren. So, das sind alle Voraussetzungen, die Sie erstellen müssen, sonst läuft es nicht. Und dann können Sie starten und Ihr Spring Boot kann Persistenz. Was brauchen wir dann? Dann brauchen wir eine persistente Entität. Die haben wir schon im letzten Video mal erzeugt. Das ist in unserem Fall, ich wollte so eine kleine Projektverwaltung bauen mit Ihnen. Das ist die Klasse Projekt. Und damit das läuft, brauchen Sie hier die Annotation Entity. Wenn Sie die mal anschauen, die kommt aus Java X Persistence. Also das heißt, das ist so das Paket, das ist also JPA. Dann haben wir noch ein paar Annotationen spendiert, und zwar die ID. Das ist in der relationalen Datenbank der Primärschlüssel. Und dann haben wir noch gesagt, denkt dir den Wert selber aus, Generated ID, Generated Value. Das hat folgende Bewandtnis: Wenn Sie ein verteiltes System bauen, können Sie die ID ja schlecht am Client erzeugen, weil Sie ja nicht sicherstellen können, dass zwei Clients unabhängig voneinander eventuell auf dieselbe ID kommen. Also wenn Sie das ausschließen wollen, machen Sie sehr, sehr komplexe IDs, die Sie mit langen Strings zufällig erzeugen müssen. Was weiß ich, SHA40 Hashcode über die Daten oder irgendwie sowas. Kann man schon machen.
Also so ein Git-Ansatz sollte man aber hier lassen. Sie wollen ja kurze sprechende IDs haben und dann können Sie die durch das Datenbankmanagementsystem erzeugen lassen. Beispielsweise Sie nehmen einfach bei Longs nehmen Sie einfach alle Spaltenwerte, die Sie da finden in der Spalte ID und nehmen einfach dann das Maximum plus einen und dann haben Sie eine neue eindeutige ID erzeugt. Aber das können Sie halt nur zentral im Datenbankmanagementsystem machen, also so Sequence Numbers oder so ein Maximum-Ansatz oder so. Und deswegen lassen wir hier das Datenbankmanagementsystem die ID erzeugen. Und dann haben wir dem einfach einen Namen verpasst und das war's. Wichtig an der Stelle ist, das Ganze, dieses Project-Ding muss jetzt den Java Beans-Konventionen genügen. Das habe ich in Folien auch nochmal als eigene Folie drin. Also wichtig, Java Beans-Konventionen. Was sind die Java Beans-Konventionen? Erstens, sie haben Attribute, zu denen es Getter und Setter gibt. Also Getname, Get-ID und so weiter. Also Attribute, das sind die Properties, so heißen die auch. Und es gibt Getter und Setter. Und wichtig jetzt, das darf man nicht vergessen, es gibt einen Default-Konstruktor, der irgendwelche sinnvollen Initialisierungen macht. Also Java Beans-Konventionen, alle Attribute über Getter und Setter. Ein paar können Sie sozusagen noch einschränken, dass Sie ein Getter oder ein Setter weglassen. Also für diese Properties und Default-Konstruktor. Das war's schon. Was wir dann noch brauchen, ist eine sozusagen eine Klasse. Diesen Verwalter hatte ich ja schon in anderen Folien drin. Der ist ganz trivial. Das ist hier das Project Repo. Ist sozusagen das Ding, was uns jetzt wirklich Anlegen, Ändern, Löschen von Daten umsetzt. Und da haben wir gesagt, das ist ein Einzeiler, sehen, ist auch nur ein Interface. Erweitere das Interface CRUD Repository, Create, Read, Update, Delete Repository. Also man könnte hier auch JPA Repository verwenden. Ich kann Ihnen jetzt gerade den Unterschied zwischen den beiden nicht erklären. Und dann sagen Sie hier, speichere mir Entitäten Projekt. Deswegen erwartet er hier auch, also dieses Projekt muss auf jeden Fall die Annotation Entity haben und der Primärschlüssel ist ein Long. Den zweiten brauchen Sie deswegen, weil Sie hier relativ viele generierte Finder-Methoden haben, die dann auf den Primärschlüssel abheben. Und wenn Sie das gemacht haben, können Sie im Grunde schon auf das Projekt zugreifen. Das haben wir auch schon getan. Ich erinnere an die anderen Videos. Ich zeige Ihnen noch mal ganz kurz den Projekt Controller, den wir geschrieben haben letzte Woche. Und wenn Sie da mal schauen, hier habe ich ja mehrfach, ich habe ja hier dieses Projekt Repo mir per Auto-Wired, also per Dependency Injection zuweisen lassen vom Spring Boot oder vom Spring Framework. Also der sorgt sozusagen dafür, dass da irgendwie eine Implementierung von dem Projekt Repo an Land kommt. Und dann sehen Sie hier, dieses Projekt Repo hat jetzt verschiedenste Methoden, um auf die Daten zuzugreifen. Ich zeige das mal ganz kurz. Das heißt, Sie können sich alle Zeilen geben lassen mit Find All und dann kommt dann eine Liste von Projekten zurück. Das Iterable ist sowas ähnliches wie ein Datenbank-Cursor, der zurückkommt. Wenn Sie 10 Zilliarden Projekte in der Datenbank hätten, wollen Sie hier keine Liste zurückkriegen, die Ihnen dann die ganze Datenbank irgendwie in den Hauptspeicher spült. Deswegen hier ein Iterable und keine Liste. Was können Sie noch machen? Also ich kann suchen, ich kann Daten speichern mit Save und ich kann Daten löschen mit Delete. Und damit habe ich eigentlich alles zur Verfügung, was ich brauche. Also suchen, ändern oder Neuanlage mit Save und löschen mit Delete. Und dann gibt es noch diverse Finder-Methoden. Das werden wir in einem der nächsten Videos noch vertiefen, wenn es nochmal um Queries geht. Aber soweit, Sie sehen, ich habe jetzt alles zur Verfügung, was ich brauche, eine persistente Entität und sozusagen ein Interface, mit dem ich Anlegen ändern und löschen und suchen kann. So, wenn man das Ding mal startet, was passiert dann? Also das ist genau derselbe Source Code wie letzte Woche auch schon. Können Sie also sich anschauen. Und jetzt schauen wir uns mal hier die Logdateien an. Ich habe jetzt hier wie bewusst das sozusagen den dazu gezwungen, dass er das SQL rausgibt. Und Sie sehen das hier schon sehr schön. Das ist jetzt hier gerade durchgelaufen. Ich habe dem ja gesagt, erzeuge jedes Mal ein neues Datenbankschema. Und Sie sehen das hier sehr schön. Drop Table if exists Project. Also das ist ganz normales DDL, kennen Sie aus Datenbanken 1. Also erzeuge die Tabelle Projekt, also lösche die Tabelle Projekt, Entschuldigung. Lösche die Sequence. Kommen wir gleich noch drauf, wo Sie das brauchen. Und was Sie dann machen, ist, Sie sagen, erzeuge die Tabelle Projekt mit der ID. Das ist in dem Fall ein Big Integer. Das heißt, Sie hatten Long aus unserem Source Code auf ein Big Int in der Datenbank abgebildet. Und er hat den String-Name auf ein Varchar 255 abgebildet. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, der Name ist jetzt 256 Zeichen lang, dann explodiert es. Können wir nachher nochmal ausprobieren, wenn wir Lust haben. So, und wir haben ja gesagt, ID.
Also Sie haben ja die Annotation, ich zeige das mal übereinander kurz, dass Sie sich dann ein Bild machen können, wirklich. Vielleicht kriegen wir das irgendwie geschickt hin. So, jetzt legen wir das mal wirklich übereinander, Projekt. Das heißt, Sie sehen jetzt hier, das Entity hat dazu geführt, dass er hier die Tabelle anlegt. Das ID hat dazu geführt, dass diese ID jetzt Primary Key ist. Das Generated Value hat dazu gesorgt, dass er hier eine Sequence in Hibernate erzeugt, die also immer um einen inkrementiert. Das ist die Funktion, da nützt er wahrscheinlich auch irgend so eine H2-Funktion, um Primärschlüssel zu erzeugen. So, jetzt ist das gute Stück gestartet. Jetzt wollen wir uns ja auch die Datenbank ansehen. Machen wir das nochmal ganz kurz. Was Sie machen, ist Folgendes. Ich stoppe das mal hier. Das war nur zum Testen vorweg. So, wenn Sie folgende URL eingeben, Sie sagen Localhost 8080, wenn Sie den Port nicht verstellt haben, H2-Konsole, Login JSP, kommt dieser Dialog hoch. Der kommt deswegen hoch, weil Sie in der Application Properties hier gesagt haben, H2-Konsole enabled. Das heißt, dann schaltet er das Ding an. So, und jetzt machen wir die Daten, die wir gerade in diese Application Properties reingetragen haben, nämlich die URL, den Datenbanktreiber und den Nutzernamen und Passwort. Das sind all die Sachen, die hat er hier schon voreingetragen. Also wenn Sie ein anderes Passwort nehmen, müssen Sie halt hier die Sachen ändern. Jetzt verbinden wir uns mal zur Datenbank. Sie sehen also, da geht so ein ganz spartanischer Datenbankdialog auf und jetzt haben Sie hier die Klasse Project. Und da haben wir ID, hups. Und wenn wir uns da das Datenschema mal anschauen, können wir uns hier anschauen, Name, ID und so weiter. Und Sie haben hier auch eine SQL-Konsole, wo Sie sagen können, Select Stern from Project Run. Da kommt natürlich nichts. So, jetzt legen wir spaßeshalber mal ein Projekt an. Das heißt, Sie erinnern sich vielleicht noch an das Video von der letzten Woche. Das heißt, das müsste ja so gehen, dass wir uns hier unseren Projektcontroller nochmal anschauen. Projektcontroller. Das heißt, dann können wir einen Post-Request machen irgendwo. Post-Request auf das Projekt. Und dem geben wir bloß den Namen mit. Und dann erzeugen wir es mal spaßeshalber ein, zwei Projekte mit Postman. Also Sie erinnern sich vielleicht noch dran, wir haben ja letzte Woche erste Requests gemacht. Das heißt, ich mache jetzt hier mal einen Post-Request. HTTP Localhost 8080 Projects. Und da wollen wir einen Post-Request machen. Und dem Post-Request gebe ich im Body die Daten mit. Ah, da habe ich schon ein Projekt angelegt. Die ID lösche ich, weil die soll er ja selber generieren. Und jetzt nehme ich mal das Projekt Tralala und erzeuge das. Also ich sende dem mal dieses Projekt zu. Also Post-Request im Body als JSON-String die Projektdaten. Unser Controller hat uns eine 201 zurückgeschickt und auch im Header hoffentlich hier die ID des neuen Projektes hat eine 1 genommen. Das heißt, alles ist tatsächlich nach Plan verlaufen. Das habe ich Ihnen aber letzte Woche schon gezeigt. Und jetzt nehmen wir nochmal ein zweites Projekt. Schubidu. Wieder created ist durchgegangen. Und Hopsasa. So, jetzt haben wir drei Projekte angelegt. Das heißt, das ist jetzt über das REST-Interface gelaufen. Das hat jetzt erstmal nichts mit JPA zu tun, aber da wir das ja schon letzte Woche programmiert haben, hat ja unser Persistenz-Framework Folgendes getan. Also diese Funktion ist aufgerufen worden und ich habe jetzt hier bei dem Projekt Repo, habe ich gesagt, Save mit dem Projekt. Und dann hat er sozusagen diese Datensätze in der Datenbank gespeichert. Und jetzt schauen wir uns das mal in der Datenbank an. Jetzt mache ich hier wieder Select from Stern from Projekt. Und jetzt würden wir ja erwarten, dass drei Zeilen zurückkommen. Machen wir das mal. Und Sie sehen tatsächlich, diese drei Projekte sind erzeugt worden und diese Sequenz hat einfach die IDs 1, 2, 3 erzeugt. Und die drei Projekte Tralala, Shubidu und Hopsasa sind in meiner Datenbank drin. Ich kann mir die Daten noch anzeigen lassen. Auch das probieren wir kurz aus. Ich mache einen GET-Request und auf die Projects. Und wenn wir das anschauen, kommen auch genau die drei Sachen zurück. Wenn ich mir hier den Body anschaue. Tralala, Shubidu, Hopsasa. Also das gleiche, nur mit Rest aufgerufen. Und wie gesagt, dafür sorgt hier die GET-Methode.
GetMapping und ich verwende hier die FindAll-Methode. Also das heißt, Sie sehen, also diese Integration mit einer relationalen Datenbank funktioniert hier mit Bordmitteln und das ist genau der Code, den wir letzte Woche auch schon verwendet haben. Und Sie sehen, lesen geht mit FindAll und speichern geht mit Save oder einzeln lesen mit FindByID, machen wir dann im nächsten Video nochmal, und abspeichern mit Save. Sie sehen, hat vollständig funktioniert und jetzt machen wir die Details von JPA dann im nächsten Video.